Wir kommen zurück mit Kira. Es geht weiter bei Zelda. Ich bin nervig am Ende, Leute. Und ich bin auch wieder dabei. Danke, dass du mich vorstellst. Fornax ist auch wieder dabei. Entschuldigung. Entschuldigung, Habe, ich hab dich vergessen. Erste Mal. Erste Mal. Ja, klar. Erste Mal. Kann mal passieren, komm mal vor. Erste Mal. Okay, wenn ich hier in so einem kleinen Mini-Dungeon, ja, schon so oft abscheiße, ja, ich will nicht wissen, was in dem Richtigen passiert. Oh Gott. Oh Gott. Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Ich bin leicht geisteskrank, aber nur ganz leicht. Okay, hier kam ich früher nie weiter, weil ich dachte, wo ist hier eine Tür? Ich dachte, hier muss was wegspringen, aber nein, das ist die Tür. Komm, schlag mich, du Domina. Komm. Nein! Komm. Ist ja nicht süß. Oh. War er nicht süß? Er war doch total süß, oder? Ja, total. Aber er war. Was dann von ihm übrig geblieben ist, naja. Ihr wisst es bereits, nicht? Ne? Au! Was denn? Wehgetan. Sieht die nicht erotisch aus? Ja, total. Sei gegrüßt, Kira. Ja. Wenn du herkamst, um die Toras zu retten, hast du den ersten Schritt getan. Oh nein, da kommt die Scheiße. Nein, da treffe ich ja meine Ehefrau. Nein! Ich glaube, den Dungeon überspringe ich. Fornax? Ja? Ja, in diesem Zelda bin ich verheiratet. Cool. Ich wurde gezwungen. So. Komm mal rein. Ma. Was machst du? So. Was ist das für ein Rauschen? Was für ein Rauschen? Was ist über einen PC oder über Skype? Das kennt, das passiert bei jedem. Ich mach nur auf Skype den Ton aus. Okay. Die sind eh da gerade erstmal eine Runde Flöte am Spielen. Ja. Vorne, ich kann auch Flöte spielen. Was? Ich kann auch Flöte spielen. Das hätte ich jetzt nicht gehört, ich fällt die Stelle. Was denn? Ich war mal in einem Flötenverein, oder ich habe mal Flöte gespielt, gelernt von so einer Frau. Mein Gott, da war so eine Flötenlehrerin halt, die hat mir Flötenspiel beigebracht, Mann. Oh Mann! So wirklich, so so eine Lehrerin, so eine Junge, die hat mir Flöten... Was? Lass mich mal ran. Nochmal bitte, hä? Lass mich mal ran, wie die Mann, die hat mir mit einer echten Flöte was beigebracht. Mann! Die hat mir Flötenspielen beigebracht. Oh Mann! Ich kann das gut. Oh Mann! Scheiße! Das ist voll einfach Flöten spielen.
Oh Mann, man braucht nur die richtigen Noten. Man braucht okay, nur die richtigen. Hä? Nee, ich lass es nicht mehr. Sag. Nee. So, jetzt wahrscheinlich sagen, man braucht nur die richtigen Noten, ne? Nee, ich wollte es auch noch sagen, ich lass es nicht mehr. Sag. Nein. Sag. Nein. Sag. Nein, vor Publikum. Dann sagst du ohne Publikum. Leute, hört mal kurz weg. Ja, klar. Marek. Nein, keine Lust. Oder keine Zeit, wir haben es eilig. Wir haben eh schon so viel Zeit vertrödelt, weil ich wegen Vornachtzeit doch gestorben bin, also. Wir haben so viel Zeit schon verloren. Ey, er wird mich auslachen, wenn er die Videos sieht, ohne Spaß. Der wird mich auslachen. Ich lach mit, ey. Ey, ich spiele das Spiel seit 12 Jahren, ja. Und so viel Fails sind mir noch nie passiert. Noch nie. Noch nie, ja. Alles sind immer die Frauen schuld, müsst ihr euch merken. Also. Das ist nicht ganz so peinlich für euch. Wenn er sich die Videos anguckt, muss ich unbedingt mithören, ey. Was? Wenn er sich die Videos anguckt, will ich mithören, ich will auch lachen. So, jetzt beschreiben wir erstmal den Fettklo. So. Jetzt kriegen wir noch einen Anzug. Was denn? Hi, was war? Meine Schwester und ihr Freund von mir. So, jetzt haben wir einen neuen Anzug gekriegt. Und Leute, ich sage euch eins schon, ihr werdet mich in diesem Let's Play nur noch einmal in dem anderen Anzug sehen. Und zwar, wenn wir in den Feuertempel gehen. Sonst seht ihr mich nur noch in dem Teil rumlaufen. Mhm. Jeder, der mich gut kennt, weiß, warum ich diese Farbe ausgewählt habe. Ich hoffe, du weißt es, Vornack. Ich tu mal so, ja? Du weißt es echt nicht? Irgendwie Gott nicht. Okay, Leute. Und sobald das Video beendet, muss ich mein ernstes Gespräch mit der jungen Dame führen. Ein sehr ernstes. Nee. Du weißt nicht mal, was meine Lieblingsfarbe ist. Ich glaub's nicht. Ich bin schockiert. Aber das macht ja nichts. Man lernt ja immer noch dazu, ne? Ne? Mhm. Frauen. Männer. Frauen. Männer. Frauen. Frauen. Was? Okay, ich bin heute echt nicht logisch. Ich kann nicht logisch sein. Guck, ich bin unlogisch. Ach, nicht. Ich bin von mir. Das ist richtig. So, und jetzt hoffe ich, damit es schneller geht, habe ich mir als Kind eine Samenpflanze, also so einen Samen genommen und den eingepflanzt. Ich hoffe es. Oh Mann! Hallo, Ipona. Hallo, Guys. Hallo! Hallo, Guys. Hallo! Der Geist, der mag mich nicht, der steht glaube ich nicht auf Männer. Hallo! Hallo! Okay Leute, jetzt haben wir ein ganz langes Rumrennen. Da sind unsere beiden Typen, die lieben sich über alles, zumindest gegenseitig. Mein Gott, warum sind manche Leute so versaut? Echt, ich weiß es echt nicht. Beispiel du. Warte mal, vielleicht nimmt der mein blaues Feuer an. Das sind die Bettler. Im letzten Video habe ich gesagt, das ist eigentlich eine männliche Nutte.
Findest du das? Geil. Boah. Danke, Mann. Braucht das eh nicht mehr. Ich bin total verwirrt gerade. Ich habe dem was verkauft, das war ein Bettler. Aber in den anderen Videos habe ich den als Mutter bezeichnet. Nur wir hatten kein Auto, um ihn mitzunehmen. Oh, scheiße. Ja, ich habe gesagt so, also jetzt bräuchte ich mir nur noch so ein Auto, müsste nach einem ranfahren, dann wird der alles. Und für Geld, oh. Wird der alles machen. Haben wir es getan? Nein! Schreck mich doch nicht so! Okay, Leute, also, da ich diese Abkürzung nicht frei gemacht habe, haben wir ein großes. Was heißt großes? Wir haben ein richtig großes Problem. Ja, wir haben ein sehr großes Problem. Scheiße. Egal, ich bin Kira, ich schaff das auch so. Du schaffst das. Okay, wir holen uns noch eine Sache in dem Video und dann war's das. Yeah. Und zwar. Nein! Mann. Au! Ich glaube, hier geht's runter. Hallo? Klatsch. Alter. Was denn? Fuck! Was denn? Oh, ich werd voll zugespammt. Geh weg! Bumm. Bumm. Ich geh mir ein neues Schwert kaufen, höhö. Ich geh mir etwas ganz langes holen. Da, bei dem hier. Leute, wer dieses Schwert kauft, ist richtig dumm. Ist richtig dumm. Ohne Scheiß, Leute. Vorne wird es auch sehen, warum. Wenn man eben so macht. Irgendwann so, warte. Bam. Oi. Schön. Ja, das ist nämlich unstabil, weil sein Bruder kann viel besser schmieden als er. Und er will immer wieder 200 Rubine haben, ja. Was? Ein sehr sexy Geiber. Und jedenfalls, aber Leute, ein Kumpel von mir, ja, der war damals so gut. Und hat Schattenlink mit diesem Stümmel besiegt. Es hat echt über eine halbe Stunde gedauert, aber er hat es geschafft. Weil da kann Schattenlink sich nicht drauf... Hä? Weil ihr wisst ja, Schattenlink kann sich auf Schwerter draufstellen, nur hier hat er wenig Platz und ja. Und das, ich tippe mal, das Teil ist so 7 cm lang. Hä? Ja. Schätzungsweise. Vielleicht auch 5. Oder viel länger. Was denn? Okay, wir machen hier einen Cut und bis zum nächsten Mal.